Achtung, er ist wieder da. Würden Sie mir bitte Ihr Ohr leihen? Ich möchte etwas bestellen. Ah, excuse me, but I have reserved one table for me and my wife. I'm Mr. Young. Er ist endlich wieder da. Wer denn? Dumme Frage, Louis de Funès. In seinem allerneuesten Film. Es war kein leichter Film für ihn, denn er stand vor einer schweren Entscheidung. Vor welcher Entscheidung? Brust oder Keule. Die ganze Sache ist mir etwas zu heiß. Das kannst du gefälligst allein machen. Es geht um Brust oder Keule. Ich muss sagen, dieser Wein ist einfach ungenießbar. Ein Produkt der EWG. Ein Drittel italienischer Wein, ein Drittel aus Griechenland und der Rest aus einer chemischen Fabrik in Frankreich. Monsieur Tricatel, dieses Gesöff hat bestenfalls die Qualität von Rattengift. Genau das Richtige für Sie. Eins kannst du nicht verlassen, wenn ich diesen Tricatel zu fassen kriege, dann ist aber Und dann hat er noch gesagt, den werde ich so klein machen. Das ist unerhört. Louis de Funès und Coluche als Vater und Sohn entdecken etwas Ungeheuerliches. Hähnchen vom Fließband, Wein aus der Retorte. Was ist denn da noch echt? Na, dieser Film, ein echter Louis de Funès, der neueste Lacherfolg aus Paris, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Mit Ihrer Spritze wollen Sie mich wohl umbringen, Herr Doktor! Oh. Sie fassen mich nicht an, Herr Doktor! Doktor! Was ist das für ein Geschrei, Papa? Strampeln, wir werden dich sofort da oben runterholen. Jetzt brauchen wir keine Leiter mehr. Nur keine Angst, wir haben Vorfahrt. Louis de Funès in Brust oder Keule. Die Aufgabe erfordert von Ihnen eine körperliche Verfassung, die absolut perfekt ist. Nicht so durchhängen, sondern zack. Aufessen, da wird's bald. Doch, das schmeckt so gut. Was soll denn noch? Aufgegessen. Das wird aufgegessen. Verstanden? Es geht um Leben oder Tod und um Brust oder Keule. Für Louis de Funès in seinem neuesten Film Brust oder Keule.